Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt einige, die behaupten, dass vor der Wiederkunft Christi die Heiligen entrückt werden in den dritten Himmel, wobei Jesus Christus heimlich zurückkommen wird, um dies zu bewerkstelligen, und zwar so 3,5 oder 7 Jahre vor seiner Wiederkunft in der Öffentlichkeit. Nun, wir hatten bereits in den letzten beiden Predigten gesehen, dass es hierfür keine Handgabe in der Bibel gibt. Wir hatten allerdings auch gesehen, dass es zu Zeiten zu einer Situation gekommen ist, wo geheiligte Menschen, also Menschen, die sich bewährt hatten, von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportiert worden sind. Wir hatten dies im Falle von Henoch gesehen, im Falle von Elia, im Falle von Philippus. Die sind nicht damals in den Himmel entrückt worden, weil Christus hat ja gesagt zu Nikodemus, dass niemand in den dritten Himmel gekommen ist, dort wo Gottes Thron ist, als allein der Menschensohn, der nach seiner Auferstehung in der Tat in den Himmel entrückt wurde. Zum Beispiel Henoch, der wurde von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportiert, übernatürlich. Er wurde in den Anführungszeichen jetzt gesehen entrückt, um den Tod nicht zu sehen. Nun, er ist aber gleichwohl gestorben, wie uns das Paulus im Hebräerbrief sagt. Er wurde also schlicht und einfach von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportiert. Das gleiche galt für Elia, das gleiche galt für Philippus. Und wir haben auch andere Stellen in der Bibel, wo dies geschehen ist. Denken wir daran, dass zum Beispiel auch Satan scheinbar die Macht hat, jemanden von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde zu transportieren. Denken wir an die Versuchungen Jesu. Es heißt dort, dass Satan Jesus auf die Zinne des Tempels gestellt hat und ihm gesagt hat, werfe dich herab davon. Und er hat ihn auch auf einen hohen Berg gesetzt. Nun, das war nicht nur in einer Vision, denn sonst wäre es keine Versuchung gewesen. Wenn Christus lediglich in einer Vision gewesen wäre, dann wäre es keine Versuchung für ihn gewesen, sich herabzuwerfen, ganz buchstäblich, von der Zinne des Tempels. Nun, wir hatten aber auch gesehen, dass Gott mitunter in einer Vision Menschen in den dritten Himmel versetzt hat. Scheinbar war dies mit Paulus der Fall, oder bei Paulus der Fall. Scheinbar war dies auch bei Johannes der Fall, der ja dann im Himmel in einer Vision Geschehnisse der Zukunft gesehen hat, die auf Erden stattfinden würden, und er hat dies dann im Buch der Offenbarung niedergeschrieben. Aber das war lediglich eine Vision, das war keine buchstäbliche Entrückung in den dritten Himmel. Aber es gibt zwei Stellen in der Bibel, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte, die sich um die Endzeit drehen, um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi und um einen Zeitpunkt möglicherweise kurz vor der Wiederkunft Christi. Und diese Stellen werden immer verwandt von denen, die an eine heimliche Entrückung in den dritten Himmel glauben, als Beweis dafür, dass eben eine solche Entrückung stattfinden wird. Und im Englischen, hier in den amerikanischen Staaten, da wird das ja sehr populär gemacht. Es gibt diese Serie der Left Behind Bücher und auch Filme, wo dann also einige in den Himmel entrückt werden, andere, die werden also zurückgelassen, left behind, und müssen dann die Trübsalzeit durchstehen. Nun, es gibt in der Tat zwei Stellen in der Bibel, die von einer sogenannten Zurücklassung, wenn man das so sagen will, sprechen. Schauen wir uns diese Stellen einmal an. Und schauen wir uns auch an, was der Zusammenhang ist. Zunächst einmal im Buch Lukas. Im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel. Und fangen wir an zu lesen in Vers 30. Lukas Kapitel 17, angefangen in Vers 30. Da heißt es, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage oder zu der Zeit, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso wie auf dem Felde ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert oder verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden, oder wie andere Übersetzungen es haben, wird zurückgelassen werden. Und dann heißt es hier noch in Vers 36, zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Vers 37, und sie fingen an und fragten, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier.
Nun, auf diese Stelle werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte auch hier eine Parallelstelle lesen, und zwar im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 26. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, Vers 28, da sammeln sich die Geier. Und jetzt fortführen in Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben oder zurückgelassen. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen und die andere wird preisgegeben. Und dann noch in Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Nun, in beiden Fällen, wo das Wort angenommen übersetzt wird, steht das griechische Wort paralambano. Paralambano. Und wir wollen uns einmal einige Stellen anschauen, wo dieses Wort benutzt wird, um zu sehen, was die Bedeutung dieses Wortes möglicherweise auch in diesem Falle ist. Zunächst einmal kehren wir zu Matthäus Kapitel 2 zurück. Matthäus Kapitel 2 und in Vers 13. Matthäus Kapitel 2 und Vers 13. Da lesen wir, als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, stehe auf, nimm das Kindlein, das gleiche griechische Wort, und seine Mutter mit dir, und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Wir lesen auch in Vers 20. Der Engel des Herrn sprach, stehe auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe hin in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Also hier wird dieses griechische Wort benutzt für annehmen oder zu sich nehmen. Auch in Lukas, Kapitel 9. Lukas, Kapitel 9 und Vers 28. Da lesen wir Lukas, Kapitel 9 und Vers 28. Und es begab sich, etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm, wiederum das gleiche Wort, Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Schauen wir uns auch eine Stelle in Johannes an. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 11. Johannes Kapitel 1 und Vers 11. Zunächst einmal hatten wir 2 Stellen gelesen, wo dieses Wort in einem positiven Zusammenhang gebraucht wird. Aber hier wird es auch in einem negativen Zusammenhang gebraucht. Es heißt, er, Christus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das gleiche Wort, aber hier nahmen sie ihn eben nicht auf. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 15. Apostelgeschichte 15 und Vers 39. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Das war Barnabas und Paulus. Also auch damals in der frühchristlichen Kirche gab es schon hin und wieder Schwierigkeiten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort. Also hier nimmt der Barnabas den Markus mit sich. Auch hier wiederum das gleiche griechische Wort. Und dann noch eine Stelle in 1. Thessaloniker. Kapitel 2 und Vers 13. 1. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 13. Aber wir sehen, das Wort kann positiver oder negativer Natur sein. Es ist ein sogenanntes objektives Wort. Es kommt auf den Zusammenhang an, wie es zu verstehen ist. 1. Thessaloniker 2 und Vers 13. Da heißt es, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wirklichkeit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt,
die ihr glaubt. Hier wird das mit aufgenommen übersetzt. Das Wort ist das gleiche wie vorher auch mit anderen Worten, die das Wort der Predigt angenommen haben, akzeptiert haben. Und so lesen wir also das hier, zurückkehrend jetzt zu den beiden Stellen in Matthäus und in Lukas, Menschen angenommen werden und andere werden zurückgelassen oder eben nicht angenommen. Wir haben auch gelesen in beiden Stellen, dass wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. So wird es einheitlich übersetzt, sowohl in Matthäus als auch in Lukas, aber leider nicht unbedingt richtig. Es ist auch hier wiederum notwendig, dass man sich die ursprüngliche Wortwahl im Griechischen anschaut. Und wenn man das tut, dann muss man zunächst einmal feststellen, dass das Wort im Griechischen für Geier und das Wort für Adler dasselbe Wort ist. Es kommt also jetzt auf den Übersetzer an, welches Wort er wählt. Wählt er jetzt Geier oder wählt er jetzt Adler? Die Lutherbibel übersetzt konsequent Geier. Andere Übersetzungen haben konsequent Adler. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Aber da ist ein gewaltiger Unterschied auch zwischen, was Lukas sagt bezüglich des Aases, sagen wir einmal, und was Matthäus sagt. Denn bei Lukas wird ein anderes Wort im Griechischen gebraucht als bei Matthäus. Schauen wir uns einmal das Wort noch einmal in Lukas an. Schlagen wir noch einmal Lukas Kapitel 17 auf. Und ich sage dies, um anzudeuten, dass Matthäus und Lukas nicht unbedingt über den gleichen Zeitpunkt sprechen. In Lukas Kapitel 17, wo wir gelesen haben in Vers 37, sie fragten wo, er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Oder da sammeln sich auch die Adler. Das Wort für Aas ist im Griechischen Soma. Und das Wort Soma bedeutet in den meisten Fällen Leib. Zum Beispiel wird von dem Leib Christi gesprochen, der Kirche. Konsequent wird da das Wort Soma gebraucht. Es wird für etwas Lebendiges gebraucht, etwas, was lebt, nicht was tot ist. Also hier in dem Falle von Lukas wird das Wort Soma gebraucht. Wenn wir uns jetzt aber an Matthäus wenden, schlagen wir die Stelle noch einmal auf, Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24 und lesen wir noch einmal Vers 28, wo es heißt, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier oder die Adler. Hier wird in der Tat ein griechisches Wort gebraucht, und zwar das griechische Wort Toma, P-T-O-M-A, was in der Tat einen Leichnam beschreibt. Etwas, was tot ist, was gestorben ist. Also ein anderes Wort wird hier benutzt, in dieser Stelle, wie in der Stelle in Lukas. Und das hat mit Sicherheit auch eine Bedeutung. Ich meine, Christus hat entweder das eine Wort gebraucht oder das andere Wort, oder er hat von zwei verschiedenen Dingen gesprochen und Matthäus hat berichtet, was er zu dem Zeitpunkt gesagt hat über ein Ereignis, was stattfinden wird in der Zukunft. Und Lukas hat auch wiederum richtig zitiert, was Christus gesagt hat, aber er hat da auf ein anderes Ereignis hingedeutet. Das ist wichtig zu verstehen. Und einige der Kommentare haben zumindest etwas begriffen, obwohl die meisten diesen Unterschied nicht entweder erkannt haben oder nicht behandelt haben. Aber wenn es um Matthäus Kapitel 24 geht, da sagt zum Beispiel der Broadman Bible Kommentator, wenn der Menschensohn, und ich übersetze das hier aus dem Englischen, ich habe also die englische Formulierung vor mir liegen, wenn der Menschensohn zu Ende des Zeitalters kommen wird, dann wird das nicht heimlich sein. Sein Kommen wird so deutlich sein wie der Blitz, den man eben sehen kann. Sein Kommen bezieht sich, wie dieser Kommentar hier schreibt, auf das Gericht, das unabweichlich ist. Es geht darum, dass also Adler oder auch Geier sich versammeln werden, wo der tote Leichnam sein wird. Für alle sichtbar, schreibt dieser Kommentator.
Er fährt auch fort zu sagen, dass hier das Wort kommen, wie wir das in der letzten Sendung bereits gesagt haben, das griechische Wort Parousia ist. Und Parousia ist keineswegs die Beschreibung eines heimlichen Kommens, sondern eines öffentlichen Kommens, wie wir dies gesehen hatten. Mit anderen Worten, was hier gesagt wird, was hier Matthäus anschreibt oder anspricht, ist die Tatsache, dass wenn Christus kommt, dann wird er die Welt richten. Wir hatten ja auch bereits gesehen, dass er kommen wird, um die Bösen zu bestrafen. Es wird dies eine schreckliche Zeit sein. Es bezieht sich auf den Tag des Herrn, wie er im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Und es wird ein Gericht übergehen über Menschen, die geistlich tot sind. Deswegen wird hier dieser Leichnam beschrieben. Also es geht hier hauptsächlich um die Beschreibung des Gerichtes der Menschen, die sichtbar sein wird für alle. Es wird da keine heimliche Gerichtsverhandlung stattfinden. Christus hat ja auch gesagt, es wird eine solche große Trübsal sein, wenn die Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Wenn Sie mehr über diese Gerichte lesen wollen, die Gott über die Menschheit hereinbringen wird, auch bei der Wiederkunft Christi, dann lesen Sie das Buch der Offenbarung. Da wird ganz eindeutig gesagt, was alles geschehen wird zu dem Zeitpunkt. Aber zurückkehrend jetzt auf Lukas Kapitel 17, wo ja, wie ich sagte, das Wort für Aas, eine bessere Übersetzung, Leib wäre. Es geht nämlich hier um Soma, also etwas Lebendiges. Da schreibt zum Beispiel die Nelson Study Bible Folgendes. Er schreibt auch hier von einem Gericht, aber er gibt dieser Stelle eine etwas andere Bedeutung. Dieser Kommentar sagt, dass Vers 37 beschreibt, dass einige genommen werden, im negativen Sinne, genommen werden, um dem Gericht überliefert zu werden. Er schreibt, an diesem Tage werden die Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die einen, die gerichtet werden für alle die bösen Taten, die sie begangen haben. Und die anderen, die eben nicht gerichtet werden, sondern die werden halt von dem Gericht aufgespart. Und Christus hat ja auch gesagt, wenn ihr an mich glaubt, so werdet ihr nicht in das Gericht kommen. Also ganz im Gegenteil zu der Auffassung, dass die, die angenommen werden, diejenigen sind, die angenommen werden von Christus, um, wie das die heimliche Entrückungstheorie sagt, in den dritten Himmel entrückt zu werden, werden die angenommen oder genommen, um in das Gericht gebracht zu werden, schreibt dieser Kommentar. Nun, das ist eine mögliche Erklärung, aber die andere mögliche Erklärung ist in der Tat die, dass diese Menschen von Christus angenommen werden und eben nicht in das Gericht kommen. Also beide Möglichkeiten bestehen, weil ja das Wort für angenommen im Griechischen ein neutrales ist. Der Kommentar von Matthew Henry schreibt hier, dass es bei beiden Stellen um möglicherweise verschiedene Szenarien geht. Zunächst einmal schreibt er davon, dass wenn Christus zurückkommt und die Gerichte Gottes beginnen, dann wird das so sein, als ob sich Raubvögel auf einen toten Leichnam stürzen. Er schreibt aber auch, dass wenn es sich um die Heiligen dreht, um die Gerechten, die werden bewahrt werden von diesem schrecklichen Urteil. Und sie werden sein, wo der Leib Christi ist, die Kirche Gottes, Soma, wie Lukas es beschreibt. Und er schreibt hier interessanterweise, wo immer der Leib Christi ist, da wird das Evangelium gepredigt werden. Und da wird man auch Jesus Christus finden, und zwar im Geiste, in dem Sinne, dass er das Haupt der Kirche ist zunächst einmal, aber auch, weil er zu seiner Kirche zurückkommen wird, und zwar öffentlich, wie wir das bereits gelesen haben. Er wird die Heiligen versammeln, von allen vier Enden der Erde, wie es heißt. Also er gibt in der Tat durchaus die Möglichkeit an, dass hier sowohl Matthäus als auch Lukas vielleicht verschiedene Dinge beschreiben. Und das ist in der Tat scheinbar auch richtig, weil sonst wäre es schwer zu verstehen, warum beide unterschiedliche Ausdrücke gebrauchen für den Leib. Einmal für das Aas, den Leichnam, so dann aber auch für den lebenden Leib. Scheinbar die Kirche. Die Kirche Jesu Christi, die er nach wie vor in vielen Stellen, auch im Kolosserbrief, als
der Leib Christi beschrieben wird. Nun, was ist dann aber damit gemeint? Vor allen Dingen hier im Buch Lukas, wenn es hier um den Schutz der Kirche geht. Wie ist das zu verstehen? Sagt die Bibel uns irgendetwas darüber aus, dass in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Christi, die Kirche Gottes oder zumindest ein Teil der Kirche Gottes beschützt werden wird? Und zwar während der großen Trübsal, dieser Schrecknis-Zeit, die über die gesamte Menschheit kommen wird. Und könnte es sein, dass Lukas sich auf diese Zeitspanne bezieht? Nicht Matthäus, der von dem toten Leichnam spricht, aber Lukas, der von einem lebendigen Leib spricht. Und wenn ja, wie ist das zu verstehen? Nun, ich habe in vergangenen Predigten vor einiger Zeit ein wenig darauf hingewiesen, dass in der Tat ein Teil der Kirche Gottes in der Endzeit Schutz finden wird auf dieser Erde. Schauen Sie, es geht nicht um eine heimliche Entrückung in den Himmel. Das sagt die Bibel uns keineswegs. Wir können aber bereits schon deutlich sehen, wie das alles ein bisschen verdreht worden ist. Denn die Bibel sagt in der Tat etwas über einen Schutz der wahren Christen hier auf Erden. An einem spezifischen Ort hier auf Erden. Und die heimliche Entrückungstheorie, die meines Erachtens, und entschuldigen Sie dies, wenn ich das so ganz deutlich sage, auf einer Inspiration von Satan beruht. Diese Idee verdreht die Wahrheit Gottes und sagt, ja, die werden in den Himmel entrückt werden und Christus wird zweimal zurückkommen. Christus wird keineswegs zweimal zurückkommen. Und auch dieser Schutz, von dem ich hier spreche, hat nichts damit zu tun, dass Christus heimlich zurückkommen würde, um die Menschen zu beschützen. Darum geht es nicht. Aber wir werden noch sehen, wer diese Adler sind, die scheinbar eine Rolle spielen werden bei diesem zukünftigen Schutz. Zunächst einmal lesen wir noch einmal Matthäus 24. Nun, das hatte ich bereits mehrfach gelesen, aber in diesem Zusammenhang möchte ich es nochmal lesen. Matthäus Kapitel 24 und Vers 21. Das heißt hier, es wird eine so große Trübsal sein, eine so große Bedrängnis, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also diese Zeit, die hat es noch nie gegeben, und die wird es auch nie mehr geben. Und er fährt dann fort zu sagen, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben. So schlimm wird diese Zeit sein. Eine Parallelstelle dieser großen Trübsal findet sich im Buch Daniel. Es ist die gleiche Zeit, denn wenn es nur eine Zeit geben kann, die so schrecklich sein wird, die nie zuvor gewesen ist und die auch nie wieder so werden wird, und wenn hier Daniel von dieser gleichen Zeit spricht, dann muss es eben halt auch die gleiche Zeitspanne sein. In Daniel Kapitel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst. Wir hatten ja in unseren Predigten über die Welt der Engel bereits viel über die Engelfürsten, den Michael zum Beispiel, einen Erzengel und andere Engel gesprochen. Dieser große Engelfürst, der wird für dein Volk eintreten. Oder vielmehr, der für dein Volk eintritt, der wird sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Nun, es kann hier um geistige Errettung gehen. Es kann aber auch eine physische Errettung mit gemeint sein. Und wir sehen auch, dass es die gleiche Zeit der großen Trübsal sein muss. Und wir sehen auch, dass der Erzengel Michael irgendwie eine Rolle zu spielen scheint. Schauen wir uns Lukas Kapitel 21 an. Lukas Kapitel 21. Und lesen wir die Verse 34 bis 36. Lukas 21, die Verse 34 bis 36. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet oder, wie auch andere Übersetzungen es haben, als würdig erachtet werdet
zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Beachten Sie diese Worte, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Also zwei Dinge werden hier angesprochen. Zunächst einmal eine Flucht sozusagen vor diesen gewaltigen Geschehnissen, die auf diese Erde hereinbrechen werden. Man wird also vor diesen Unheilgeschehnissen bewahrt und dann wird man auch dann in der Lage sein, als würdig erachtet sein, vor dem Menschensohn zu stehen, wenn er kommt. Also nicht an das Gericht hinein zu gelangen, das einem möglicherweise das ewige Leben noch verwehren kann. Schauen wir uns auch eine Stelle in Offenbarung Kapitel 3 an. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 10. Ein Versprechen Jesu Christi an seine Kirche, zumindest an einige in seiner Kirche. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Andere Übersetzungen haben hier vor der Stunde der Trübsal, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also diese große Trübsal, die wird kommen über alle Menschen. Aber Christus sagt, ihr werdet davon ausgenommen sein. Ich werde euch vor dieser Stunde der Trübsal bewahren. Wie wird er dies tun? Wie ist dieser Schutz, den er hier prophezeit, zu verstehen? Im Buch Sephania, im Alten Testament, kehren wir zu dem Buch Sephania zurück. Und ich möchte hier das zweite Kapitel aufschlagen. Sephania Kapitel 2. Und lesen wir Vers 3. Sephania Kapitel 2 und Vers 3. Da heißt es, suche den Herrn, alle ihr Elenden oder Demütigen im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Dieser Tag des Zornes, der also auch im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Vielleicht könnt ihr euch bergen. Wie kann man sich bergen? Wie ist dies zu verstehen? In dem Buch der Psalmen wird ebenfalls von dieser zukünftigen Bewahrung, diesem Schutz gesprochen, in Psalm 31. Psalm 31, die Verse 20 und 21. Psalm 31, die Verse 20 und 21. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du bringst sie in deinen Schutz vor dem Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Nun, das ist ganz allgemein zu verstehen, aber es kann sich eben auch auf das beziehen, worüber ich jetzt spreche. Einen endzeitlichen Schutz vor den zänkischen Leuten, vor denen die Krieg führen, die sich gegenseitig umbringen. Wie ja auch die große Trübsal eine gewaltige Zeitspanne des weltweiten Krieges beschreibt. Im Buch der Sprüche. Eine sehr für mich jedenfalls ermutigende Stelle. Denn viele haben mich gefragt im Laufe der Jahre, ja, was geschieht denn nicht nur mit den Christen, die also bekehrt sind, die des Schutzes würdig sind, was geschieht mit deren Kindern, die sich noch nicht, weil sie noch nicht alt genug sind, dazu entschlossen haben können, Christus zu folgen? Sind die dieser Schreckniszeit wahllos und wehrlos ausgeliefert? Schauen Sie, es ist ein Versprechen im Buch der Sprüche, in Kapitel 14, in Vers 26. Da lesen wir, wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Also das Versprechen Gottes, wenn wir das hier jetzt auf die Endzeit beziehen wollen, seine Kirche zu beschützen, oder zumindest diejenigen, die sich in der Kirche als würdig erwiesen haben, dieses Versprechen gilt auch für die Kinder dieser Heiligen, will ich einmal sagen. Ein wunderbares Versprechen.
Das aber auch zeigt, welche Verantwortung wir als Eltern haben, wenn wir eben noch minderjährige Kinder haben sollten. Welche Verantwortung wir haben, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Kinder. Kehren wir zu Offenbarung Kapitel 12 zurück. Hier wird eine sehr deutliche Stelle uns gegeben, die uns ganz eindeutig von dem Schutz der Kirche Gottes hier auf Erden während der großen Trübsalzeit besagt. In Offenbarung Kapitel 12 und fangen wir mit Vers 12 an, um den Zusammenhang zu sehen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, der Teufel, Satan der Teufel, der als der Drache beschrieben wird, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Mit anderen Worten, es bezieht sich hier zunächst einmal auf Maria, die Christus gezeugt und geboren hat, aber es geht hier natürlich um den jetzigen endzeitlichen Zeitpunkt. Da geht es nicht mehr um Maria, sondern jetzt geht es um die Kirche, die auch vielfach als die Frau beschrieben wird. Und natürlich ist aus der Kirche Christus hervorgegangen, zunächst einmal der alttestamentlichen Kirche. Christus war ja ein Nachfahre von David. Und so lesen wir jetzt hier, dass es um eine Verfolgung der Kirche heute geht. Aber es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers. Denken wir an die Stelle in Lukas, wo es heißt, wo der Leib ist, da sind auch die Adler. Es wurde der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort in die Wüste. Also es geht hier nicht um eine Entrückung in den Himmel, sondern an einen Ort hier auf Erden, in einer Wüste, in einer abgelegenen Gegend, sagen wir einmal, wo sie ernährt werden sollte. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange, also für 3,5 Jahre ungefähr, würde sie ernährt werden an diesem Ort, fern vom Angesicht der Schlange. Also diese Schlange, Satan, der hat keinerlei Möglichkeit, an die Frau, an die Kirche, die jetzt in der Wüste sein wird, heranzukommen. Ein klarer Beweis für den versprochenen Schutz für einige innerhalb der Kirche Gottes. Denn nicht alle werden an diesen Ort der Sicherheit, wie er hin und wieder auch benannt wird, gebracht werden. Denn wir lesen weiter in Vers 15. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also nicht alle werden am Ort der Sicherheit sein. Es geht tatsächlich um Christen, aber nicht um Christen, die scheinbar würdig genug waren, an den Ort der Sicherheit gebracht zu werden. Schon Christen, das heißt nämlich, die Gottes Gebote halten und halten das Zeugnis Jesu, aber vielleicht nicht in der Intensität, in der es notwendig war. Und die werden in der Tat durch die große Trübsal hindurchgehen. Aber auch da wird es dann noch Schutz geben später. Wir lesen nämlich, dass 144.000 dann versiegelt werden, beschützt werden, nachdem sie zu einem gewissen Maße durch die große Trübsal hindurchgegangen sind. Und auch eine große Menge wird erwähnt von allen Nationen und Sprachen, die aus der großen Trübsal herauskommen. Die müssen aber zunächst einmal durch diese große Trübsal gehen. Das ist nicht die Kategorie, zu der Sie und ich gehören wollen. Wir wollen schon zu dieser Kategorie gehören, die an diesem Ort der Sicherheit beschützt wird, die ganze Zeit hindurch. Aber wir müssen natürlich, wie es heißt, von Gott würdig erachtet werden, dass wir an diesen Ort der Sicherheit gelangen. Nun, wie wir dorthin gelangen werden, das ist Thema der heutigen Predigt, da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Zunächst einmal noch ein paar Stellen, die den Schutz einiger Christen an einem Ort hier auf Erden beschreiben. Wie zum Beispiel Jesaja Kapitel 33. Jesaja Kapitel 33 und Vers 16. Jesaja Kapitel 33 und Vers 16. Angefangen mit Vers 15, um den Zusammenhang zu sehen. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, Bestechungsgeschenke,
Wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre, und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der Zusammenhang ist, um das dann selbst in seinem eigenen Leben durchzuführen, der, Vers 16, der wird in der Höhe wohnen, und Felsen, wir hatten ja bereits von einer Festung gesprochen, Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit und du wirst ein weites Land sehen. Der Zusammenhang, klar, die Wiederkunft Christi, aber eine Zeitspanne davor, wo hier einige beschützt werden und wo sie ernährt werden, wie wir das auch im Buch der Offenbarung gelesen hatten, fern vom Angesicht der Schlange. Und so heißt es hier, Wasser wird ihm gegeben werden und Brot, buchstäblich eine Ernährung wird stattfinden an diesem Ort der Sicherheit, wo immer der auch sein mag. Eine weitere Stelle finden wir in Jesaja Kapitel 26. Jesaja Kapitel 26, die Verse 20 bis 21. Jesaja Kapitel 26, die Verse 20 bis 21. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer. Schauen Sie, es heißt nicht unbedingt in eure eigenen Häuser. In deine Kammer. Und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen, von seinem Ort heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Und dann wird die Erde offenbar machen, das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Also auch hier geht es um den Zeitpunkt des direkten Eingreifens Gottes hier auf dieser Erde. Zu dem Zeitpunkt sollen einige beschützt werden, sollen in ihre Kammer gehen, bis der Zorn Gottes vorübergegangen ist. Schauen wir uns auch eine Stelle im Buch Joel an. Im Alten Testament wiederum, im Buch Joel. Ich meine, es gibt so viele Stellen in der Bibel, die diese Schutzverheißung beinhalten, dass man die nicht einfach übersehen darf und sagen darf, ach, das ist jetzt nicht wichtig. Es ist sehr wichtig in Gottes Augen, sonst hätte er diese Stellen nicht inspiriert. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir nicht unbedingt uns jetzt auf das konzentrieren sollen als das Hauptsächliche, denn letztendlich geht es darum, dass wir würdig erachtet werden, vor Gott zu stehen, Christus zu stehen, wenn er zurückkommt. Aber schauen Sie, diese Dinge gehen Hand in Hand. Wer als würdig erachtet wird, an den Ort der Sicherheit zu gelangen, der wird auch scheinbar als würdig erachtet werden, dann vor dem Menschensohn zu stehen. Wer aber nicht als würdig erachtet wird, an den Ort der Sicherheit zu gelangen, da ist es noch fraglich. Schauen Sie, wie dieser Zusammenhang hier deutlich wird. In Joel Kapitel 4, Joel Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Auch hier eine klare endzeitliche Prophezeiung. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern. Die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein. Und eine Burg den Israeliten. Auch hier wird wiederum die Zuflucht angesprochen, der Schutz, der dem Volk Gottes garantiert ist. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir die Verse 37 bis 39. Matthäus Kapitel 24, die Verse 37 bis 39. Wir hatten einiges schon im Buch Matthäus jetzt gelesen, aber die Verse 37 bis 39 jetzt, die uns noch etwas weiteres mitteilen. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle hinein oder dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Und dann kommt die Stelle, von der ich eben sprach, dass zwei auf dem Felde sind und so weiter. Christus bezieht sich auf die Zeit Noahs. Nun, was geschah zur Zeit Noahs? Einige wurden beschützt. Einige wenige wurden beschützt. Wie wurden sie beschützt?
Ihr Ort der Sicherheit war damals die Arche. Sie mussten in die Arche gehen. Und sie wurden jetzt in der Arche von dem Unwetter, von der Sintflut beschützt und blieben so am Leben. Einige haben gesagt, ja, warum soll es überhaupt diesen Ort der Sicherheit geben? Gott kann uns doch beschützen, wo immer wir sind. Natürlich kann er das. Aber er hat es einmal so bestimmt, dass es einen Ort der Sicherheit hier auf Erden geben wird, zu dem einige, die sich bewährt haben, hingebracht werden. Wie er damals es bestimmt hat, dass Noah durch die Arche gerettet wurde. Er hätte ihn auch anders retten können. Er hätte ihn auch anders am Leben erhalten können, mit Sicherheit. Aber es hat eben so ist es gewesen. Wir wollen nicht unbedingt jetzt mit Gott darüber argumentieren, warum er das so gemacht hat und nicht anders. Wir müssen das akzeptieren, was Gott uns sagt. Und es geht eben nicht darum, dass Gott uns auch anders beschützen könnte. Es geht darum, dass Gott gesagt hat, ich will euch, die ihr euch bewährt habt, an einen Ort der Sicherheit bringen. Hier auf Erden, nicht in den Himmel. Damit ihr bewahrt werdet vor der Stunde der Versuchung, der großen Trübsal. Schauen wir uns eine Stelle in Psalm 27 an. Psalm 27 und in Vers 5. Psalm 27 und Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf einen Felsen. Also hier wiederum ganz allgemein spricht David von Schutz zur bösen Zeit. Aber wenn wir uns die böse Zeit anschauen, dann verstehen wir auch, dass uns Gott zu dieser großen Trübsalzeit beschützen wird. Auch hier wiederum eine Stelle, die darauf hindeutet. Nun, wir hatten eben im Buch der Offenbarung gelesen, dass der Frau, der Kirche, die Flügel des Adlers gegeben werden, damit sie zu ihrem Ort flöge. Nun, einige haben das ganz buchstäblich sehen wollen, haben gesagt, ja, das bezieht sich dann eben auf die Flügel eines großen Flugzeuges und dieses Flugzeug oder diese Flugzeuge, die werden uns also eben an diesen Ort fliegen. Nun, das ist keineswegs damit gemeint. Wir müssen uns daran erinnern, dass natürlich die Bibel hier auch in Symbolen spricht. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie Gott damals die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat und sie dann an ihren Ort der Sicherheit ins gelobte Land gebracht haben letztendlich. Und wir finden hier sehr interessante Parallelen. Zunächst einmal schauen wir uns 2. Mose Kapitel 19 an. 2. Mose Kapitel 19. Und in Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Aber schauen Sie, die sind nicht irgendwie da geflogen. Aber Adlerflügel werden hier erwähnt. Die gleichen Adlerflügel möglicherweise, die auch im Buch der Offenbarung erwähnt werden, wenn der Frau die Flügel des Adlers gegeben wird. Schauen wir uns auch 5. Mose Kapitel 1 an. 5. Mose, Kapitel 1 und Vers 31. 5. Mose, Kapitel 1 und Vers 31. Da heißt es, da hast du gesehen, dass sich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Aber die wurden nicht übernatürlich jetzt von Gott getragen, auf Adlerflügeln getragen. Es geht hier um den Schutz, den Gott ihnen gewährte, auf dem ganzen Wege hindurch. Seinen Beistand. Der wird damit verglichen, als ob er sie auf Adlerflügeln getragen hätte. Wir finden dies auch wiederum in Kapitel 32 in 5. Mose. 5. Mose Kapitel 32 und in Vers 11. 5. Mose 32 und Vers 11. Da heißt es, wie ein Adler ausführt seine Jungen, und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Auch hier wiederum wird der Schutz Gottes beschrieben, der wie ein Adler seine Jungen trägt, so hat er eben auch das Volk Israel herausgebracht mit übernatürlicher Macht aus Ägypten, aus der Sklaverei
und sie ins gelobte Land geführt. Vor einigen Jahren wurde ein sehr schöner Artikel einmal veröffentlicht, wo man gesehen hatte, dass es tatsächlich Adler gab, die über den Jungen schwebten, wenn die aus ihrem Horst heraushüpften und dann heruntergefallen werden, weil die noch nicht fliegen konnten. Und dann kam der Adler und hat die in der Tat aufgefangen und auf seinen Flügeln dann zu Boden gebracht. Und das war in der Gegend in Palästina beobachtet worden, sodass man hier deutlich sehen kann, dass diese Art von Adlern damals schon den Israeliten bekannt waren. Und Gott benutzt dieses Bild, um zu zeigen, wie er sie beschützt hat. Aber die Tatsache, dass er nach wie vor von Adlern spricht, ist bedeutsam. Es geht nicht nur alleine um ein figuratives Bild, wie wir jetzt gleich sehen werden. Aber zunächst einmal schauen wir uns an, noch einmal zurückkehrend, schauen wir uns Jesaja Kapitel 63 an. Aber ich möchte diese Stelle aus der Menge-Bibel vorlesen. Denn hier wird noch etwas mehr gesagt, und das wird hier in der Menge-Bibel richtig übersetzt. In der Luther-Bibel ist das leider nicht so gut dargebracht und dargestellt worden, aber in Jesaja 63 und Vers 9, da wird nämlich der Adler oder die Adler, die werden da identifiziert. Wer sind das? Wer ist das? Jesaja 63 und in Vers 9 aus der Menge-Bibel. In allen ihren Bedrängnissen fühlte auch er sich bedrängt, und der Engel seines Angesichtes rettete sie. In seiner Liebe und Milde erlöste er selbst sie und hob sie immer wieder empor und trug sie einher alle Tage der Vorzeit hindurch. Die Engel, von denen hier die Rede ist, die Adler, von denen hier die Rede ist, sind Engel, Engelwesen. Engelwesen, die immer schon die wahren Christen beschützt haben. Von Engeln wird gesagt, dass sie dienstbare Geister sind, ausgesandt für die, die das Heil erlangen sollen. Wir haben in unserer Serie über Engel gesehen, wie oft Engel eingegriffen haben im Leben von Christen, um sie zu beschützen, um ihnen zu helfen. Und wie auch damals Engel zugegen waren, als Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, so wird auch in der Zukunft wiederum eine Schar von Engeln da sein, um die Christen zu beschützen. Und wenn wir jetzt daran denken, dass es heißt, im Buch Lukas, dass wo der Leib ist, da sind die Adler, dann wird jetzt deutlich, wer damit gemeint ist. Engelwesen werden da sein, wo der Leib Christi ist. Und wenn es in Matthäus heißt, dass wo das Aas ist, da kommen die Adler, auch das wird jetzt deutlich, denn es werden ja wiederum Engelwesen sein, die zusammen mit Christus über diese Welt hereinkommen werden, um die Bösen zu bestrafen. Es geht ganz buchstäblich hier um Engelwesen. Und wir wissen ja auch aus verschiedenen Predigten, die ich gegeben habe, dass einige Engel in der Tat Adler-ähnliches Aussehen haben. Natürlich geistlich gesehen. Die materielle Welt ist ja der Geistwelt nachgeschaffen worden, wie wir dies gesehen haben. Es geht hier also buchstäblich um Engelwesen. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass es im Buch der Offenbarung heißt, dass der Satan, der Drache, einen Strom hinter der Frau herschicken wird, um sie zu ersäufen, das können Sie sich nachher anschauen in einigen der Bibelstellen, denn ich habe an sich nicht mehr allzu viel Zeit, das wird häufig mit Armeen verglichen. Schauen Sie sich nachher die Stellen an in Daniel 11 und Vers 10, in Jeremia Kapitel 47, die Verse 2 und 3, und auch in Kapitel 46, die Verse 7 und 8. Es geht hier darum, dass Satan eine Armee hinter der Kirche her schicken wird, um die zu vernichten. Aber es heißt, die Erde tat ihren Mund auf und half der Frau. Da kann man vielleicht an die Episode denken in 4. Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 31 und 32, wo sich die Erde auftat und die Rotte des Korah verschlank, als die sich gegen Mose und Aaron gestellt haben. Wir finden noch eine weitere interessante Stelle in Psalm 91. Auch hier wiederum geht es klar und deutlich um den Ort der Sicherheit und um den Schutz Gottes durch Engel. Durch Engel. Psalm 91, die Verse, und lesen wir den ganzen Psalm, angefangen in Vers 1.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vor dem Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Christus hat von Hungersnöten gesprochen, von Seuchen, von Kriegen, die kommen werden über diese gesamte Erde, von Krankheiten. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor nuklearen Waffen, vor anderen Waffen. Da muss es einen übernatürlichen Schutz geben, denn sonst würde jeder natürlich durch diese Radioaktivität und diese anderen gewaltigen Phänomene umkommen. Aber du brauchst nicht erschrecken vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht. Auch hier wiederum, wie hat Gott damals die Israeliten in Ägypten beschützt? Die mussten in ihre Häuser. Es wurde das Blut des Lammes an die Türpfosten geklebt und geschmiert, sodass der Engel, der vorbeiging, dieser Würger, der Verderber, nicht in die Häuser hineinging, wo er das Blut sah, um die Israeliten zu töten. Aber die Erstgeburt in Ägypten wurde da getötet. Wir lesen: Vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, Vers 7. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen. Es wird nicht im Geheimen geschehen. Und schauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Wer bewirkt diesen Schutz? Ganz eindeutig. Natürlich ist es Gott, aber wie macht er dies? Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass sie dich auf den Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, mit ewigem Leben. Und will ihm zeigen, mein Heil. Dieser Schutz, der hier wiederum klar und deutlich beschrieben wird, wird eben durch Engel geschehen, die die Kirche an den Ort der Sicherheit bringen, beschützen, wenn sie zu diesem Ort der Sicherheit gehen. Wir hatten ja gelesen, es geht scheinbar um eine Flucht hier zunächst einmal. Und dieser Satan, der bringt ja jetzt eine Armee zustande, die also jetzt hinter der Frau hergeht, herzieht, um die zu vernichten. Also es wird in der Tat von einer Flucht gesprochen, aber ich möchte hier doch kurz noch einmal auf diese Flucht näher eingehen, denn wir müssen auch verstehen, dass es letztendlich nicht nur um eine buchstäbliche Flucht gehen muss, wie das damals zur Zeit geschehen ist, als Israel aus Ägypten kam. Es wird klar und deutlich gesagt im Buch Matthäus, dass Christus sagt: Betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe oder im Winter. Also hier wird deutlich davon gesprochen, dass einige in der Tat ganz buchstäblich fliehen werden müssen, um an diesen Ort der Sicherheit zu gelangen, wie auch immer das geschehen wird. Und das ist in der Tat auch bereits schon einmal geschehen, wenn wir uns daran erinnern, was im Jahre 70 nach Christus geschah. Denn im Jahre 70 nach Christus wurde ja Jerusalem zerstört. Aber kurz vor der Zerstörung gab es einen Ausweg für die Christen, die in Jerusalem lebten. Und Christus hatte ja denen gesagt, dass wenn ihr die Armeen sehen werdet, die Jerusalem belagern werden, dann flieht. Wenn ihr das seht, flieht. Nun, ich möchte kurz aus einem Kommentar vorlesen hier, der näher beschreibt, was damals geschah. Und zwar ist das der Anchor Bible Dictionary vom 6. Band. Da wird Folgendes gesagt: Im Spätjahr 66 nach Christus sandte Nero den Vespasian, um eine Rebellion in Judäa zu unterdrücken. Ungewöhnlich daran war die Ernennung des Titus zum Führer einer der drei Legionen seines Vaters. Titus war in 4 Belagerungen im Jahre 67 nach Christus hervorgetreten. In Jotapata, in Jaffa, in Tarichea und Gamalia.
Nach Neros Tod am 9. Juni 68 wurde Titos diplomatische Erfahrung wieder gebraucht. Er wurde in einer heiklen Mission nach Rom geschickt, angeblich um dem neuen Kaiser Galba seine Ehrerbietung zu erweisen, aber tatsächlich um die Situation seiner Familie unter dem neuen Kaiser zu beurteilen. Als er jedoch Korinth erreichte, hörte er vom Tode Galbas, befürwortete öffentlich, dass sein Vater Vespasian die Macht ergreifen sollte und kehrte nach Judäa zurück. Seine Rolle bei Vespasians letztendlichem Erfolg, er wurde am 1. Juni 69 zum Kaiser ernannt, war wiederum hauptsächlich diplomatisch und umfasste ständige Verhandlungen mit Flavians Anhängern in Ägypten, Judäa und Syrien. Als Belohnung wurde er in Abwesenheit zum Konsul ernannt und ersetzte Vespasian als obersten Kommandeur im judäischen Krieg. Der Sieg kam schnell. Im Juli des Jahres 70 nach Christus fiel eine Festung in Jerusalem und im August wurde der Tempel erobert und zerstört. Schauen Sie, was wir hier jetzt sehen, ist folgende interessante Konstellation, geschichtlich gesehen. Die Geschichte offenbart ja nämlich, dass die römischen Armeen Jerusalem ca. 66 nach Christus umzingelten und dann zurückgezogen wurden, um sich mit Problemen in einem anderen Teil des Reiches zu befassen, bevor sie zurückkehrten, um Jerusalem im August des Jahres 70 nach Christus vollständig zu zerstören. Als die römischen Armeen Jerusalem belagerten und sich dann kurz danach zurückzogen, betrachteten die Christen dies als einen klaren Hinweis darauf, dass sie aus Jerusalem fliehen sollten, bevor es zu spät war. Und sie begaben sich dann auch zu einer wenig bekannten Stadt mit dem Namen Pella, die in den Bergen liegt, ein paar Kilometer südöstlich des Sees Genezareth. Und ich zitiere wiederum aus dem Kommentar, oder vielmehr jetzt aus dem Anchor Bible Dictionary, Seite 219 aus dem 5. Band. Da heißt es, Pella ist eine altertümliche Stadt in den Vorbergen des transjordanischen Plateaus, etwas weniger als 5 Kilometer östlich des Jordans und 32 Kilometer südlich des Galiläischen Meeres. Und da gibt es so einige Traditionen, die besagen, dass damals die Christen eine Stimme hörten, die ihnen sagte, jetzt geht aus Jerusalem weg. Und ihnen wurde scheinbar eingegeben, nach Pella zu ziehen. Sie sind also ganz buchstäblich nach Pella gezogen und haben da dann auch überlebt. So ist es durchaus möglich und sehr wahrscheinlich, dass etwas Ähnliches wieder geschehen wird in der nahen Zukunft, bevor die große Trübsal beginnt, dass die Kirche Gottes an einen Ort der Sicherheit gebracht wird. Aber jetzt zurückkehrend zu meinen Anfangsbemerkungen im Hinblick auf das Lukas-Evangelium. Da heißt es, einige werden angenommen, andere werden zurückgelassen. Es geht hier nicht um eine heimliche Entrückung in den Himmel. Es geht auch nicht um eine heimliche Wiederkunft Jesu Christi, der dann die Christen in den Himmel nimmt oder sogar auf eine andere Stelle, an einen anderen Ort hier auf Erden versetzt. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass in der Tat die Möglichkeit besteht, dass Lukas hier auf den übernatürlichen Schutz Gottes durch seine Engel verweist und sogar auf die Tatsache, dass Engel daran beteiligt sind, einige der Christen, die möglicherweise sonst gar keine Gelegenheit hätten, an diesen Ort der Sicherheit zu gelangen, übernatürlich von einem Ort der Erde zu diesem Ort der Sicherheit zu transportieren. Denn biblisch gesehen hat es das ja bereits schon mehrfach gegeben, wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Philippus wurde übernatürlich transportiert. Elia wurde übernatürlich von einem Ort der Erde zum anderen transportiert. Hesekiel möglicherweise auch, der war ein Gefangener in Babylon. Aber dann lesen wir ja, dass Engel kamen, dass Cherubim kamen und ihn nach Jerusalem brachten, wo er so einiges sah, was dort geschah. Und das kann eine Vision gewesen sein, das kann aber auch tatsächlich ein Transport gewesen sein, wie das Hesekiel da so beschreibt. Also das ist möglich. Wenn das der Fall ist, wenn das die Möglichkeit ist, die Gott zur Hilfe nehmen wird, um einige zumindest der wahren Christen an den Ort der Sicherheit zu bringen, würde das im Einklang stehen mit einigen der Ereignisse, die bereits schon in der Vergangenheit geschehen sind. Das würde auch sehr viel Sinn ergeben im Hinblick auf das, was im Lukas-Evangelium geschrieben steht und im Hinblick auf die Tatsache, dass Engel, also Adler, Engel, beteiligt sein werden an diesem Schutz. Nun, wie auch immer Gott es tun wird, eines ist deutlich, die große Trübsal kommt gewiss, eine Zeit unendlichen Leidens. Wir brauchen Gottes Schutz.
Der Schutz liegt nicht im Himmel. Wir werden nicht in den Himmel entrückt werden. Gott sagt, es wird auf Erden einen Ort geben. Einen Ort, den Gott vorbereitet hat, wo seine Kirche, diejenigen, die würdig erachtet werden, dorthin zu gelangen, wo die dort ernährt werden. Brot und Wasser haben sie gewiss, wie es heißt. Wie auch immer wir an diesen Ort gelangen werden, ist möglicherweise sekundär. Wo dieser Ort sein wird, ist ebenfalls sekundär. Primär ist zunächst einmal, wenn es um den physischen Schutz geht, dass wir heute uns darauf vorbereiten. Wie Christus sagt, wachet und betet alle Zeit, dass ihr würdig erachtet werdet, vor dieser Trübsalzeit bewahrt zu werden. Das Primäre natürlich ist letztendlich, dass wir würdig erachtet werden, ins Reich Gottes zu kommen. Aber wie gesagt, da ist eine gewisse Beziehung schon vorhanden. Und es ist natürlich auch schön, wenn man nicht unbedingt jetzt durch dieses Leid hindurchgehen muss, was allen Menschen, mit Ausnahme von denen, die eben ausgenommen sind, bevorsteht. Eine schreckliche Zeit. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie nehmen die Worte der Bibel ernst. Diese Zeit wird kommen. Wenn wir uns heute die Geschehnisse bereits anschauen, in aller Welt, wissen wir, dass diese Zeit nicht mehr fern sein kann. Denn wie viel schlimmer kann es noch werden? Wir haben nukleare Waffen, die das Leben der Menschen hunderte Male ausrotten können. Und jede Waffe, die der Mensch erfunden hat, wurde auch letztendlich angewandt. Noch einmal sage ich Ihnen in allem Ernst, beachten Sie, was die Bibel sagt. Richten Sie sich danach. Bereiten Sie sich auf diese große Trübsal vor, in der Weise, dass Sie vielleicht beschützt werden können vor dieser Schreckenszeit. Und was natürlich noch wichtiger ist, bereiten Sie sich vor auf die Wiederkunft Christi. Denn wir werden alle vor ihm stehen, wenn er zurückkommt. Hoffentlich in Liebe, hoffentlich mit Zuversicht, hoffentlich mit einer Einstellung, dass wir uns nicht fürchten müssen vor Christus, wenn er erscheint. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.